Ja, hallo liebe Android-Freunde, da bin ich wieder. Nach langer, langer Pause habe ich jetzt mal wieder ein neues Video hochgeladen. Ich glaube, 2 Jahre ist es fast her, seitdem ich das letzte Video bereitgestellt habe. Seitdem, gut, habe ich ein paar andere Sachen am Start gehabt, beispielsweise einen 3D-Programmierungskurs. Dann wollte ich auch mal ein bisschen reale Erfahrungen in Android sammeln, mal ein paar Apps schreiben, die mal hochladen, mal gucken, wie das alles so funktioniert in der realen Welt. Und jetzt glaube ich, ist es mal wieder an der Zeit, was für die Android-Community zu tun. Und deswegen fangen wir jetzt mit der nächsten Gürtelfarbe an, den Grüngurt. Dafür habe ich mir jetzt am Anfang gleich ein ganz spannendes Thema ausgesucht, und zwar SQLite, die Datenbank, die mit jedem Android-Betriebssystem schon ausgeliefert wird. Und wir versuchen jetzt in diesem und auch im nächsten Video uns das ganze Ding mal etwas näher anzuschauen und gucken, wie wir mit dieser Datenbank zurechtkommen und wofür sie denn sinnvoll nutzbar ist. Ganz allgemein, wie immer, wir finden alle Kursinformationen unter codeconcert.de. Dort finden wir auch die Sachen, die jetzt eigentlich als Voraussetzungen zu werten sind, beispielsweise das Thema Threading. Da werde ich vor allem beim zweiten SQLite-Video ein bisschen drauf eingehen, weil wir hier mit Datenbanken arbeiten und im Zweifelsfall auch größere Informationen auf der Datenbank speichern, was wiederum einen Zeitimpact hat und der dann zwangsweise in einem eigenen Thread abgewickelt werden muss, weil wir sonst eine Fehlermeldung vom Android-Betriebssystem bekommen. Dann habe ich auch wieder auf meiner Homepage ein PDF-Dokument hochgeladen. Das ist das Kapitel 3.1 SQLite für dieses Video bis einschließlich Kapitel 2.4. Das heißt, alles, was im Video besprochen wird, findet ihr dann dort auch wieder in gedruckter Form. Dann noch gleich ein Hinweis: Das Thema eigener Thread, das werde ich in ein zweites Video ausgliedern. Dort werde ich auch so ein ganz praktisches Beispiel, was ist praktisch ein Beispiel mal vorprogrammieren oder zeigen und auch besprechen. Und dort werde ich auch mit Threads arbeiten. Das habe ich jetzt aus diesem Video rausgenommen, weil es sonst wieder ellenlang wird. Ich habe mir vorgenommen, meine Videos ein bisschen kürzer zu machen, aber am Ende des Tages lande ich dann doch wieder bei einer Dreiviertelstunde. Aber wir werden sehen, wo ich rauskommen werde. Dann noch weitere Infos unter codeconcert.de. Im Wesentlichen geht es hier um das Thema SQL. Wir werden gerade im zweiten Video schon ein paar SQL-Statements formulieren. In diesem aktuellen Video werde ich ein bisschen referenzieren auf den SQL-Syntax. Und wer von SQL so gar keine Ahnung hat, der sollte sich da auch ein bisschen schlau machen. Auch hier gilt, das Netz ist voll von Tutorials. Auch auf meiner Homepage finden sich ein paar Übungen, ein paar Manuals, ein paar Übungsdatenbanken, so ein Kram. Und da könnt ihr auch ein bisschen wildern, dass ihr im SQL-Formulieren auch ein bisschen fit werdet. Gut, fangen wir an. Was ist SQLite? SQLite ist eine Datenbank, die eine Public Domain Bibliothek eigentlich darstellt. Die hat mal irgendjemand geschrieben und dann zur Verfügung gestellt. Und das ist eigentlich nichts anderes wie eine Programmbibliothek, die von allen mehr oder weniger genutzt werden kann. SQLite unterstützt SQL, klar, aber unter anderem auch solche Konstrukte wie Subselects. Transaktionen kann SQLite auch unterstützen. Dann die wesentlichen Funktionen von Trigger. Und grundsätzlich kann man sagen, ein Großteil dieses SQL 92 Standards, auf jeden Fall das Allermeiste, was wir brauchen, das können wir von SQLite erwarten. Grundsätzlich muss ich jetzt an der Stelle nochmal hinweisen, wofür brauche ich eigentlich eine Datenbank? Mithilfe von Datenbanken kann ich Informationen strukturiert ablegen. Das heißt, ich kann in Tabellen, in zusammenhängenden, verbundenen, verwandten, wie auch immer, Tabellen Daten ablegen. Relativ einfach mit einem sehr, sehr normierten Verfahren, eben SQL, Structured Query Language, und ich kann sie eben auch mit SQL wieder sehr strukturiert da wieder rausholen.
Wenn ich eine Datenbank habe, dann fingere ich nicht mit irgendwelchen Files oder sonst irgendwas rum, um irgendwelche Daten strukturiert abzulegen, sondern das übernimmt komplett die Datenbank. Und nachdem in sämtlichen Handys, also sowohl Android als auch die Kollegen von Apple und so weiter, solche Datenbanken vorhanden sind. Soweit ich weiß, nutzt Apple auch SQLite, aber nagelt mich da bitte jetzt nicht fest. Ist es auf jeden Fall ein ganz essentielles Werkzeug, was wir als Android-Programmierer brauchen und was wir verstehen müssen. Weil, wie gesagt, wenn wir Informationen ablegen, sei es irgendwelche, keine Ahnung, wir schreiben ein Vokabelprogramm, wir müssen die Vokabeln ablegen, wir schreiben ein Spiel, wo wir irgendwelche Highscores ablegen müssen, wir schreiben ein was weiß ich, Telefonnummernprogramm etc. pp. Wirklich Jacke wie Hose. Wenn wir Daten abspeichern wollen, tun wir das nicht in irgendwelchen eigens definierten Files, sondern in einer SQLite-Datenbank. Gut, das geht so weit, dass diese Fähigkeit zum einen, sie kostet nichts, zum anderen, sie hat einen relativ großen Funktionsumfang, diese SQLite-Datenbank. Das führt so weit, dass sie die am meisten installierte Datenbank ist. Jetzt kann man sagen, Moment, das ist doch immer MySQL. Das ist so nicht richtig. MySQL ist vielleicht die am meisten dediziert installierte Datenbank oder Datenbankmanagementsystem, aber SQLite kommt in vielen Produkten bereits mit. Wie gesagt, jedes Android-Handy hat so ein Ding drin. Es gibt Browser, die mit SQLite arbeiten und so weiter und so fort. Und dementsprechend haben wir wahrscheinlich auf unserem Rechner drei, vier SQLite-Instanzen, ohne es wirklich zu wissen. Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr weit verbreitete Datenbank und dementsprechend, ja, tut es auch ganz gut, wenn wir uns mal damit beschäftigen. Allerdings hier jetzt mit den Klassen, die uns die Android-API zur Verfügung stellt. Aber wir wollen ja eben auch Android programmieren. So, in den nächsten Slides werden wir jetzt anfangen, uns die einzelnen Klassen erstmal näher anzuschauen und versuchen zu verstehen, wie das Ganze zusammenhängt. Beginnen wir mit dem SQLite Open Helper. Diese Klasse ist im Prinzip dafür da, das Management der Datenbank zu übernehmen. Was das heißt, versuche ich jetzt mit den einzelnen Methoden so ein bisschen näher zu bringen. Grundsätzlich, wenn wir damit arbeiten, schreiben wir uns eine eigene Klasse. Und wir nennen das jetzt, ich habe es jetzt hier MySQLite Helper genannt, und das Ding erbt alle Eigenschaften und Funktionalitäten von dem SQLite Open Helper. Das heißt, alles, was SQLite Open Helper kann, kann jetzt auch unsere Klasse. Wir müssen das vererben, weil wir natürlich noch ein paar Funktionalitäten einbauen möchten, die jetzt speziell für unser Problem oder unser Programm definiert wurden. Und dementsprechend muss ich eine eigene Klasse schreiben. Gut, wir erben jetzt von SQLite Open Helper und als allererstes kümmern wir uns mal um den Konstruktor. Der sieht es nicht besonders spannend aus. Im allerersten Schritt ist es einfach nur ein ganz normaler Konstruktor, sprich der Klassenname entspricht dem Konstruktornamen und dann habe ich noch einen Parameter. Und zwar ist es der Kontext. Der Kontext ist wichtig, weil wir aus diesem Kontext noch ein paar Informationen brauchen. Der ist beim Aufruf im Regelfall die Activity. Wir werden das dann im zweiten Video noch sehen, wenn wir ein konkretes Beispiel programmieren. Und dort werden wir dann den Konstruktor aufrufen und als Parameter dann die Activity übergeben oder eine Referenz auf die Activity. Dann rufen wir den Konstruktor der Superklasse auf. Weil eben in der vererbten SQLite Open Helper Klasse dieser Konstruktor entsprechend auch residiert und der muss entsprechend aufgerufen werden. Dazu haben wir jetzt vier Parameter. Der erste ist der Kontext, den reichen wir eins zu eins weiter. Dann brauchen wir einen eindeutigen Namen der Datenbank. Jetzt kann man einfach nur sagen, My Super Database oder sonst irgendein Kram, aber es hat sich eingebürgert, dass man den kompletten
Package-Namen mit reinpacken, damit wir wirklich sauber und eindeutig sind. Also hier in dem Fall jetzt komm, My Package, My App, My Database, wie auch immer ihr eure Package-Struktur aufgebaut habt. Die dringende Empfehlung ist hier entsprechend, das so zu realisieren. Der dritte Parameter ist eine sogenannte Cursor Factory. Das wollen wir jetzt an der Stelle erstmal außen vor lassen. Wir brauchen die momentan nicht und setzen sie einfach mal auf Null. Der letzte und vierte Parameter ist jetzt wieder wichtig. Das ist eine laufende Versionsnummer. Unser allererstes Programm oder die erste Installation unserer Datenbank wird die Version 1 haben. Wenn wir dann aber irgendwann im Laufe der Weiterentwicklung unserer App die Datenbank ändern, dann müssen wir ja bei dem Update unserer Software, unserer App auf den einzelnen Handys unserer Kunden oder unserer User eventuell irgendwelche Upgrade-Aktivitäten durchführen. Und dann muss die Applikation wissen, A, es gibt schon eine Datenbank und B, die Datenbank, die ich dort vorfinde, hat jetzt die Version 1 und die aktuelle Upgrade-Datenbank hat die Version 2. Dann weiß ich ganz genau, welche Schritte ich unternehmen muss, um vielleicht irgendwelche Datenmigrationen durchzuführen. Aber das werden wir dann auch nochmal uns etwas genauer anschauen. Gut, als nächstes brauchen wir nochmal einen standardisierten Konstruktor, und zwar sieht der genauso von den Parametern aus wie unser Superkonstruktor. Das heißt Kontext, Name, die Cursor Factory und die Version. Das reichen wir 1:1 wieder an den Superkonstruktor weiter. Das ist notwendig, damit ich meine Klasse sauber in Android integrieren kann. Die nächste Methode ist die onCreate-Methode. onCreate macht genau das, was wir vermuten. Sie erzeugt die Datenbank. Das heißt, streng genommen wird diese onCreate-Methode nur ein einziges Mal aufgerufen, und zwar, wenn die Datenbank benötigt wird und sie noch nicht vorhanden ist. Entscheidend ist hier noch zu verstehen, dass onCreate nicht aufgerufen wird, wenn wir die Klasse instanzieren, sondern beim allerersten Zugriff auf die Datenbank. Das heißt, wenn wir die Datenbank öffnen, um darauf zugreifen zu wollen, dann wird onCreate aufgerufen. Das hat eine wichtige Konsequenz für unser späteres Threading-Problem. Das heißt, wir merken uns, onCreate rufen wir auf, wenn wir das allererste Mal die Datenbank öffnen, sie noch nicht da ist, dann wird diese onCreate-Methode aufgerufen und die Datenbank wird erzeugt und dann können wir damit arbeiten. Die letzte wichtige Methode, die wir implementieren müssen, ist die onUpgrade. Wenn wir jetzt die Datenbank öffnen und die Datenbank ist vorhanden, ist aber auf dem aktuellen Gerät mit einer kleineren Versionsnummer wie die aktuelle Versionsnummer zu finden, dann wird onUpgrade aufgerufen. Und dann müssen wir in dieser onUpgrade-Methode alles das tun, damit die Daten von der alten, also von der, sagen wir jetzt mal, Versionsnummer 1 Struktur in die Versionsnummer 2 Struktur übergeleitet werden. Das kann sehr einfach sein, weil wenn wir sagen, okay, wir führen nur irgendein ein zusätzliches Feld dazu, dann müssen wir das mit irgendeinem Initialwert bewirtschaften. Das kann aber auch sehr komplizierte Strukturen haben. Wenn ich jetzt sehr, sehr viele Daten habe, dann muss ich diese Daten erstmal rausziehen aus der Datenbank, irgendwie anpassen auf die neue Struktur und dann wieder reinladen. Und das kann durchaus sein, dass das eine Zeit lang dauert, wenn wir eben irgendein, was weiß ich, großes Programm haben mit entsprechend vielen Daten. Dann wird uns die onUpgrade-Methode durchaus ein Zeitproblem bescheren, was wir eben mit Hilfe eines Threads dann abfangen müssen. So, als nächstes schauen wir uns noch ein paar Methoden der SQLite Open Helper Klasse an, die wir selber nicht schreiben müssen, weil sie schon existieren. Nachdem wir aber alles geerbt haben von dieser SQLite Open Helper Klasse, existieren sie eben auch in unserer Klasse. Gut, beginnen wir mal mit der GetWritableDatabase Methode. Das ist genau der Moment, in dem Android versucht, eine Datenbank zu öffnen. Wenn sie nicht da ist, dann wird die onCreate-Methode aufgerufen. Das heißt, dann wird die Datenbank erzeugt.
Wenn sie da ist, mit einer zu kleinen Versionsnummer, wird die On-Upgrade-Methode aufgerufen und diese entsprechenden Funktionen, die wir da hinterlegt haben, werden durchgeführt. So, das heißt, da werden wir später gucken müssen, dass wir diesen Kram irgendwie in Thread reinbringen. Wie sieht es aus, ganz konkret, wenn wir jetzt beispielsweise hier this MyDB Helper, das ist sozusagen die Instanz auf meine Helper-Klasse, und dann rufen wir eben dieses GetWritable Database auf. So, zurück bekommen wir eine Instanz vom Typ SQLite Database. Das werden wir nachher nochmal besprechen, was dieses Ding eigentlich für uns tut. Das heißt, mit Aufrufen von dieser Zeile bekommen wir eben eine geöffnete SQLite Database, mit der wir dann entsprechend arbeiten können. So, was wir dann jetzt noch haben, ist eine Alternative, und zwar GetReadable Database. Das ist im Prinzip nichts anderes wie GetWritable Database. Lasst euch da von der Namensgebung nicht in die Irre leiten. Der einzige Unterschied ist das Verhalten, wenn die Platte voll ist oder die Karte. Das heißt, wir würden gerne auf die Datenbank was schreiben, aber das System meldet mir, dass der Speicher voll ist. Dann würde Folgendes passieren. Wenn ich sage GetReadable Database, dann wird die Instanz trotzdem geöffnet, trotzdem die Platte voll ist. Aber das Einzige, was ich tun kann, ist lesen. Sonst nichts. Ich kann nur aus der Datenbank rauslesen. Wenn ich GetWritable Database aufrufe und die Platte ist voll, dann würde eine Exception geworfen werden. Das heißt, dann würde es eine Fehlermeldung geben, die ich abfangen muss und entsprechend den User informieren. User, du hast zu viel, keine Ahnung, Musik auf deinem Handy. Mach Platz. Ansonsten gibt es da keinen Unterschied. Gut, die nächste Methode, die jetzt noch wichtig ist, ist die Close-Methode. Close schließt die Datenbankinstanz. Das heißt, wenn ich fertig mit meinem Lesen- oder Schreibzugriff bin, dann rufe ich Close auf, also thismydbhelper.close, und dann wird das Ding zugemacht, freigegeben und alles wird gut. So, wir haben vorhin gesehen, bei der Methode GetReadable oder Writable Database bekommen wir eine Referenz auf eine SQLite Database zurück. Und das ist eigentlich das Ding, das die ganze Arbeit macht. Gucken wir uns das jetzt mal an. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, das ist die Query. Wir wissen, oder vielleicht weiß der eine oder andere, bei Datenbanken sind die allermeisten Aktionen durchgeführt werden, Abfragen, also Queries. Und die Android-Jungs haben uns von dieser Methode Query 4 verschiedene Versionen geliefert. Das heißt, sie ist überladen, diese Methode. Und ich werde jetzt nicht alle 4 Punkt für Punkt durchgehen, sondern ich habe mir einfach eine rausgepickt und gehe jetzt mal die einzelnen Parameter durch. Und dann, glaube ich, kriegt ihr es auch hin, die anderen 3 irgendwie zu interpretieren. Entscheidend ist, diese Query-Methode ist eine sehr stark parametrierbare Art und Weise, Abfragen durchzuführen. Das heißt, für den einen oder anderen erscheint es jetzt sehr, sehr bequem, das ist richtig. Für den anderen ist es aber sehr, sehr beschränkt im Funktionsumfang. Aber das werden wir uns gleich mal anschauen. Hier als Beispiel eben diese Query-Methode, und wir gehen jetzt einfach mal alle Parameter durch. Der erste Parameter, der gefordert wird, ist Table. Klar, das ist der Name der Tabelle, wo ich die Daten rausholen möchte. Der zweite Parameter ist ein String Array, und in diesem String Array stehen die Namen der zu selektierenden Spalten dann drin. Das heißt, ich möchte eine Query machen, ich gehe auf eine Tabelle, möchte Daten rausziehen aus der Tabelle, und jetzt muss ich sagen, angenommen die Tabelle hat 10 verschiedene Spalten, ich möchte aber nur die ersten 4 oder wie auch immer, dann schreibe ich die Spaltennamen dieser 4 Spalten in ein entsprechendes String Array und packe das hier in den Parameter rein. Der nächste Parameter ist Selection.
Wer in SQL schon ein bisschen fit ist, kennt die Where-Bedingung oder Where-Klausel. Und diese Where-Bedingung ist eine Art Filter, das heißt, welche Daten möchte ich und welche nicht. Und das, was jetzt in dieser Selection drin steht, ist nichts anderes wie das, was im SQL hinter Where steht, also die Where-Bedingung ohne das Schlüsselwort Where. Wenn ich jetzt Werte abfragen möchte, keine Ahnung, wer Betrag ist gleich 500 Euro oder was auch immer, dann tue ich das, indem ich sage, in meinem Selection String Betrag größer als Fragezeichen. Und dieses Fragezeichen ist ein Platzhalter, der von der Query-Methode dann später aufgefüllt wird. Und die Werte, die in diese Fragezeichen eingesetzt werden, kommen im nächsten Parameter, das sind die Selection Args. Das heißt, hier habe ich jetzt ein String Array, das genauso groß ist, wie ich Anzahl von Fragezeichen in Selection habe. Und dann wird jedes Fragezeichen der Reihe nach mit den korrespondierenden Werten des Selection Args ersetzt. Das heißt, das erste Fragezeichen wird mit der Array-Position 0 ersetzt, das zweite mit der Position 1 und so weiter und so fort. Dann haben wir zwei Parameter, die für das Group By zuständig sind. Group By ist eben die Möglichkeit, Datengruppen beim Select zu erzeugen. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Teile des Group By-Statements. Erstmal das Group By, nach welchen Spalten möchte ich denn gruppieren? Und das zweite ist das Having. Having ist sozusagen, welche Gruppen, die ich erzeugt habe, sollen überhaupt an den User oder an das Programm hochgeschoben werden. Auch hier gilt, dass Group By und Having jeweils ohne die SQL-Schlüsselwörter dann eingesetzt werden, also ohne Having und Group By im String dann drin. Der nächste Parameter ist Order By. Order By ist eine, da gebe ich dann die Spalte an, nach der sortiert werden soll, oder die Spalten, auch hier wieder ohne das Schlüsselwort von SQL Order By. Und schließlich und letztendlich haben wir noch das Limit. Hier gebe ich an, wie viele Datensätze höchstens zurückgeliefert werden dürfen. So, das ist jetzt schon mal eine ganze Menge gewesen. Wichtig ist jetzt zu verstehen, dass wir mit diesen Dingen zwar eine super parametrierbare Art haben, Queries durchzuführen, aber wir können beispielsweise keine Joins realisieren, weil wir eben nur eine Tabelle haben. Dann ist noch wichtig zu verstehen, dass diese Parameter Upselection optional sind. Das heißt, wenn ich sie nicht haben will, belege ich sie einfach mit Null. Null beispielsweise bei Group By heißt, ich mache kein Group By. Oder bei Limit, ich brauche kein Limit. Streng genommen könnte ich den Wert Columns auch mit Null belegen und dann würde mir alle Spalten zurückliefern, aber hier rate ich dringend davon ab. Dann würde man sagen, die Kontrolle zu sehr als Programmierer aus der Hand geben. Also bitte immer explizit die Columns in den zweiten Parameter reinpacken, die ich dann wirklich als Ergebnis haben möchte, weil alles andere wäre unsauber. Der Rückgabewert der Query ist vom Typ Cursor, den werden wir auch später nochmal dann besprechen. Das ist im Wesentlichen ein Konstrukt, um dann die Datensätze sauber sequenziell abarbeiten zu können. Die zweite Methode von SQL Database ist die Raw Query. Raw Query liegt wahrscheinlich dem einen oder anderen Programmierer mehr wie die normale Query. Und zwar, was wir hier machen können, ist ein komplettes Select Statement, so wie wir es jetzt bei der Konsole auch eingeben würden, reinzupacken. Und ähnlich wie wir es bei der Query hatten, auch die einzelnen Werte, die explizit benötigt werden, mit einem Parameter versehen. Das heißt, wir geben einfach ein Fragezeichen für die Werte ein, where, keine Ahnung, Geburtsdatum ist größer als Fragezeichen, und in Selection Args packen wir dann die tatsächlichen Werte dann hinein. Das heißt, dass wir auch hier dann eine Ersetzung haben. Das wäre für die, die in Java mit SQL schon zu tun hatten, hätten sowas Ähnliches wie ein Prepared Statement. So kann man sich das vorstellen.
Auch RockQuery gibt ein Cursor-Objekt zurück, wo wir dann entsprechend die Werte auslesen können. Das nächste, was wir uns anschauen, ist das Insert. Insert ist ein eigener Befehl, der auch wieder ein paar Parameter beinhaltet. Also Insert brauche ich dann, wenn ich Daten in die Tabelle reinpacken möchte, also wenn ich einen neuen Wert in die Tabelle reinschreiben möchte. Dazu brauche ich natürlich erstmal den Namen der Tabelle, das ist mein erster Parameter. Dann gibt es meinen Lieblingsparameter, der einen lustigen Namen bekommen hat, und zwar Null Column Hack. Das ist ein Spezialfall, wenn ich eine komplett leere Zeile einfügen möchte, und zwar komplett alles mit Null, dann würden die normalen Mechanismen nicht greifen und dann muss ich mit diesem Parameter arbeiten. Aber nachdem das ein sehr esoterischer Fall ist, merken wir uns, wir brauchen hier im Regelfall nur den Wert Null einzutragen. Und Values ist hier, sind jetzt wirklich die Werte, die ich in die Tabelle reinschreiben möchte. Das ist wieder ein eigenes Objekt, das uns die API zur Verfügung stellt, und zwar vom Typ Content Values. Das sind im Prinzip Name Value Pairs, die die einzelnen Spalten und die Werte, die ich in die jeweiligen Spalten reinschreiben möchte, eben beinhaltet. Aber diese Content Values Klasse, die werden wir später auch noch etwas genauer anschauen. Aber das ist so relativ easy. Wer eine Hash Table kapiert, kapiert auch dieses Content Values Objekt. Wir haben jetzt gesehen, wir haben eine Methode für Query, also für Daten raus. Wir haben eine Methode für Insert, Daten rein. Es gibt dann noch eine Update-Methode, aber die habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Ich glaube, wer die Raw Query und die Insert-Befehle versteht, wird dann auch das Update verstehen. Gut, noch ein wichtiger Punkt, Insert liefert mir einen Wert zurück, und zwar einen Zahlenwert, und das ist die ID des neuen Datensatzes. Jeder Datensatz bekommt in unserer Datenbank eine eigene ID. Wenn wir an diesem Datensatz, an dieser ID explizit interessiert sind, dann machen wir einfach ein Feld, ID-Feld, und zwar Primary Key Auto Increment. Das ist also ein primärer Schlüsselfeld mit Auto-Inkrement, das sozusagen automatisch hochzählt. Und somit haben wir aus unserem Insert gleich die ID, die uns SQLite für diesen Datensatz erzeugt. Das ist eine ganz praktische Sache. Der nächste Befehl, der wichtig ist, ist das execSQL. Und dort schreiben wir ein komplettes SQL-Statement rein. Jetzt bitte nicht loslaufen und sämtliche Abfragen und den ganzen Kram in execSQL reinpacken. Dieses Ding ist eigentlich nur für die SQL-Statements gedacht, die jetzt keine eigene Methode haben. Also Raw Query wäre so eine Art, wäre das Select, Insert wäre das Insert, Update, Update und so weiter. Aber solche Sachen wie Drop Table oder Insert Table und ähnliche Sachen, die muss ich dann mit execSQL durchführen und bitte nur für solche Methoden. So, dann wollen wir über den Cursor sprechen. Wir haben ja gelernt, dass die Methode die Query oder auch die Raw Query uns ein Objekt vom Typ Cursor zurückliefert. Und gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben eine Abfrage und diese Abfrage, diese Query liefert uns eine Ergebnismenge von 8 Datensätzen. So, sehen wir links die 8 Datensätze und rechts, das soll den Android-Code darstellen, der von unserem Interpreter abgearbeitet wird. So, jetzt setze ich mit einem Befehl den Cursor auf den ersten Datensatz. Und jetzt kann ich mit Hilfe dieses Cursor-Objekts auf die Werte meiner Datensätze zugreifen, also auf die einzelnen Spalten des einzelnen Datensatzes. Man kann die auslösen und dann was auch immer damit machen. Beim zweiten Aufruf würde ich jetzt den Cursor einfach auf den zweiten Datensatz verschieben und ich kann die zweiten Daten auslesen, beim nächsten Mal auf den dritten und so weiter, bis ich dann ganz unten angelangt bin. So, das heißt, der Cursor ist nichts anderes wie so ein Durchgriff auf meine einzelnen Datensätze. Das heißt, ich bekomme kein Objekt, das sämtliche Werte beinhaltet, sondern ich bekomme nur so eine Art Blick auf die Datenmenge und kann die dann einzeln abarbeiten. Das ist wichtig zu verstehen,
weil das beeinflusst dann auch die Art und Weise, wie wir die Daten dann entsprechend aus dem Query-Ergebnis rausziehen können. Gut, gucken wir uns die Befehle mal an, die uns Cursor mitliefert. Und zwar fangen wir mit Move to First an. Das ist der Befehl, der mit dem Cursor auf den allerersten Datensatz nach Aufruf der Query entsprechend setzt. Der Rückgabewert ist immer true, es sei denn, der Cursor zeigt auf eine leere Datenmenge. Das heißt, wenn das Select keinen Erfolg hatte, sprich, wenn wir eine Bedingung gesetzt haben, die nicht erfüllbar ist oder überhaupt keine Daten drin sind in der Tabelle, dann würden wir ein False zurückbekommen und dann wissen wir, oh, wir brauchen hier gar nicht weitermachen. Dann würden wir, wenn wir bei Move to First tatsächlich ein True zurückbekommen haben und den ersten Datensatz ausgelesen haben, wenn wir Move to Next aufrufen und dann würde der Cursor einfach ein Feld weiterspringen. Auch für den Move to Next gilt, wenn dieses Ding jetzt auf einen gültigen Datensatz zeigt, ist der Rückgabewert True. Wenn es aber der letzte war, der aufgerufen wurde und wir ihn jetzt mit Move to Next den Cursor auf den sagen, nächsten schieben möchten, aber es keine mehr da ist, dann würde uns Move to Next ein False zurückliefern. Und insofern eignet sich Move to Next hervorragend, um in einer Schleife abgearbeitet zu werden, also in einer fußgesteuerten Schleife, die nur dann aufgerufen wird, wenn natürlich Move to First auch einen Erfolg vermeldet hat. Dann getCount, damit kann ich feststellen, mit wie vielen Datensätzen ich rechnen kann. Das ist dann ganz praktisch, wenn ich ein Array beispielsweise erzeugen möchte. Dann möchte ich natürlich auch an die Daten selber rankommen. Und zwar sind das Getter, also getDouble in dem Fall. Ja. GetDouble greift mir jetzt eine Spalte ab und konvertiert mir den Wert, wie auch immer er dort aussieht, in einen Double-Wert. Natürlich muss ich mir sicher sein, dass dort auch nur Double-Werte drinstehen können, sonst wird es eine Exception geben. Und auch ganz wichtig, ich muss mitteilen, welche Spalte denn jetzt hier entsprechend ausgelesen werden muss. Und ganz, ganz wichtig, ich spreche hier von einem Spaltenindex, und zwar der nullte Index zeigt auf den allerersten Wert von der Query, nicht von der Tabelle. Das heißt, wenn ich in meiner Query meine Spaltennamen wild durcheinander würfle, dann muss ich in meinem getDouble jetzt wissen, an welcher Stelle meiner Query genau diese Spalte steht. Und dann kann ich entsprechend den Wert auslesen. Gut, und dann gibt es noch andere Typen wie String, wie Integer und so weiter. Ich gehe jetzt hier nicht alle durch, das kann man sich in der API-Doku anschauen. Aber grundsätzlich mal, das Konzept bleibt, ich habe Get-Datentyp, also Get-Double, Get-String und als Parameter, an welcher Position der Query ist diese Spalte, die ich jetzt hier, dessen Ergebnis ich jetzt hier auslesen möchte. Ja, und dann haben wir noch das Close Statement, das macht mir dann den Cursor zu und gibt die Ressourcen wieder frei. Also sollte man auch, wenn ich jetzt mein Move to Next mit False zurückgeliefert bekommen habe, dann eben auch mein Close aufrufen. So, recht viel mehr gibt es zum Cursor eigentlich nicht zu sagen. Das nächste, was ich ansprechen will, ist das Thema Content Values. Wir haben ja gelernt, beim Insert brauche ich die Werte, die meiner Daten in einem eigenen Objekt vom Typ Content Values. Und da gibt es eigentlich nur eine wichtige Methode, die wir jetzt brauchen werden. Das ist diese Put-Methode. Und das ist nichts anderes wie ein Put-Key-Value-Pair. Das heißt, ich habe als Key den Spaltennamen und als Value habe ich dann den Wert, den ich reinspeichern möchte. Das muss ein Objekt sein, eigentlich nichts anderes wie eine Hashtable. Das heißt, wenn ich jetzt ein Integer habe, wird es automatisch in ein Integer-Objekt konvertiert und dann kann ich eben für mein Insert meine einzelnen Werte reinpacken und schiebe das dann auf die Datenbank. Eigentlich eine relativ einfache Sache.
Und dürfte jetzt eigentlich kein großes Problem sein. So, das war's auch schon. Wie viel haben wir? 35 Minuten. Ja, das ist okay. Damit kann man jetzt noch nicht so viel anfangen, was wir bis jetzt gelernt haben. Lediglich mal einen Überblick haben wir geschaffen. Also was ich jetzt empfehle, ist einfach mal die Android-API-Doku aufzumachen und dort mal reinzugucken, mal gucken, was es noch für Methoden gibt, sich das mal ein bisschen anschauen und danach eben das zweite Video sich mal anschauen, wo ich einen konkreten Beispielcode mit Threading und allem drum und dran mal realisiert habe und auch mal dokumentiert habe. Und wenn wir das kapiert haben, ich glaube, dann sind wir alle fit für SQLite in unseren Apps und dann steht der strukturierten Ablage von Daten in unseren Apps nichts mehr im Wege. Alles klar, so viel von meiner Seite und viel Spaß beim Nachgucken im Internet.